Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die Alpha 17. Man glaubt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir echt tatsächlich mittlerweile endlich mal in der Alpha 17 sind. Zwar experimentell, aber nichtsdestoweniger Alpha 17. So, das Ding will ich hier weghaben. Die stört mich. Die popelige Tür hier. Ach, da oben kann ich nicht gegenhauen, weil die nicht existiert an dieser Stelle. Oh, interessant. Oh, ist auch schön, ne? So, und dann wird hier schon mal dicht gemacht. Ah, der Landclaim-Block. Der ist sehr aktiv. Ach, ich habe ja noch das Lagerfeuer zu platzieren aus der letzten Folge. Das basteln wir uns einfach mal hier hin. Jetzt ist, ach, wie geil. Ich kann das unter den... Echt jetzt? Moment. Unter den Schreibtisch packen? Das ist aber irgendwie doof. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von... White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bitte, bei dem du Waren kaufen und verkaufen kannst. Du kannst Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen. Dankeschön. Wo ist denn der nächste Trader? Hm? Warum ist der denn nirgendwo markiert? Hier unten ist die Karte schon zu Ende. Und hier ist sie nach da schon zu Ende. Ich dachte, der wird markiert auf der Karte. Hm. So, was haben wir hier? Willkommen an Bord. Landclaim, Power Attack. Fertigkeitspunkte. So, das ist... Finde Trader 0,0 Meter. Das ist doch auch nicht... Oh, dieses Bild. Kann man das bitte abnehmen? Kriegt man das irgendwie weg? Dankeschön. Habe ich mich gerade richtig erschrocken und dachte, da stünde jemand. In die Fackel gelassen. Achso, die hängt da noch. Ja, dann haben wir wahrscheinlich auf dieser Map keinen Händler. Das ist natürlich gar nicht so schön, aber okay. Dann ist das jetzt so. Ach, hier war vorher gar kein Woodframe drin. Da hatte ich ja mehr Glück als Verstand, dass ich da nicht durchgerieselt bin. Habe ich einen Timer gestartet? Ja, habe ich. Ja, bitte. Wer ist denn da? Wer möchte... Setter? Er wollte da die Treppe rauf, weil er wusste, dass ich da oben rumlungere. So ein kleiner Schlamm mit Wiener hier. Das war das Geräusch für ein Level-Up. Ich bin jetzt ein Level-Up. Und habe dadurch mehr Fertigkeitspunkte. Und das wäre vielleicht was, was wir uns in der Nacht mal angucken könnten. Out of Stamina. Oh. Ist nicht euer Ernst, ne? Vor allem, wenn jetzt jemand angreift, ne, dann ist man, ich will nicht sagen geliefert, aber arm dran. Aber ich weiß gar nicht, ob man sich früher auch schon selbst geheilt hat, weil es ist jetzt nicht so, dass ich rapide an Gesundheit gewinne, aber die 95 waren ja vorher noch nicht da. Also ich wurde ja zwischendurch schon mal getroffen.
Oder soll das da der Trader sein? Nee. Ich befürchte tatsächlich, wir haben einen Bug und keinen Trader auf der Karte. Na, dankeschön. So, hier hätte ich jetzt gerne einfach mal des Platzes wegen den Kram zerlegt. Nee, ich wollte eigentlich Karte, dankeschön. Und dann würde ich noch mal kurz ein bisschen mich umschauen. Also zum einen brauchen wir noch, habe ich noch Pfeile? Ja, also wir brauchen Federn. Wir brauchen Pfeile, also müssen uns Pfeile machen. Dafür brauchen wir auch Stein. Und ich würde vielleicht gern nochmal irgendwie Wasser finden oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Aber ob das jetzt hier heute Abend noch was wird, das weiß ich so gar nicht. Jetzt mal die Steine aufnehmen. Hä? Ist das mein Haus oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Ich wollte in diese Richtung eigentlich weiter. Es ist ja auch schon 20 Uhr. Oh, da ist ein Vogelnest. Da waren aber leider nur Eier drin. Da vorne ist noch ein Vogelnest. Wie viele Zombies hier so rumeiern? Das ist echt 12 Federn. Na, immerhin besser als nichts. Aber auch Stein ist nicht so immens viel vorhanden. Gucken wir doch hier nochmal ein bisschen Holz gegenkloppen. Ich gehe mal lieber weiter. Huch. Und wie ihr merkt, ich gehe bewusst. Also nur gehen, weil laufen, dann bin ich ja wieder relativ schnell out of stamina, wobei das jetzt natürlich gerade vielleicht gar nicht mal so unpraktisch wäre, also nicht aus Stamina rauszugehen, sondern einfach um ein bisschen Strecke wettzumachen und hier voranzukommen. Ach, war ja drüben schon. Ein Müllsack, das trifft sich gut. Duct Tape, super. Das kriegt man da mal raus, so 5. Das ist auch nicht ohne. Ich kann nicht hacken, wenn ich out of stamina bin. Hier haben wir schon die ersten Hochhäuser oder größeren Gebäude, nennen wir sie mal. Ist hier irgendjemand hinter mir her? Nö, gerade jetzt nicht so. Ah. Ja, jetzt ist jemand hinter mir her. Das könnte doch ein Haus mit Pool sein, ne? Oh, Patronenhülsen. Huah. Was zur Hölle ist das? Es ist ein Bär. Es ist ein Bär. Warum muss der Bär unbedingt da sein in dem einzigen Gebäude, wo ich Wasser vermute? Ernsthaft jetzt? Es ist ein Bär. Und ich laufe übrigens gerade rückwärts. Ich laufe. Ja, ne? War das jetzt ja keine so eine erfolgreiche Geschichte? Verdammt. Da habe ich mich aber echt erschrocken, ganz schön verjagt, doch. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Du kleines. Oh. Vor allen Dingen auch nicht gehört. Normalerweise hört man die Zombies ja immer, aber den Penner hier habe ich nicht gehört.
gleich zweimal verjagt in einer Dingens. Meine Fresse. Jetzt habe ich aber Puls. Was ist denn das da eigentlich? Sieht so ein bisschen nach Händler aus. Es wird wahrscheinlich keiner sein, aber... Oder doch? Doch, es ist ein Händler. Der hat wie lange noch offen? Wahrscheinlich nicht mehr so lange, ne? 21.50 Uhr. Dann huschen wir da doch nochmal eben kurz rein. Ich weiß, ich habe nichts zu verkaufen dabei, aber... Dann waren wir hier wenigstens schon mal drin gewesen. Destroyed. Ist doof, aber dafür gibt es Vitamine. Sonst noch irgendwas? Hier steht noch eine... Achso, das ist nur so ein... Ach ne, hier hinter verbirgt sich die Schmiede. Was ist denn da drin? Lehmige Erde. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das ist und wofür man sie braucht. Aber ich habe lehmige Erde. Ich hätte gerne einen Helm. Well, you're a sight for sore eyes. Can I see your inventory? Ich habe nothing for you, but that's not the problem. Jo. Grandpa's awesome sauce. Opas tolle Soße. Hier, eine Pistole. Cool, Level 5. Das wäre dann früher 500er Level, ne? So kann man das ungefähr einordnen. Aber er hätte jetzt auch nichts Essens-Trinken-Technisches, ne? Dass man jetzt sagen kann, wir könnten hier was kaufen zu trinken, aber na gut, da hätten wir draußen jetzt zur Not noch die Vent-Machine. Kommen wir da ran? Da kommen wir tatsächlich ran. Oh! Noch ein Paper. Ja, schrei mir nicht an. Ich gehe ja schon, Junge. Geh zu. So, und jetzt möchte ich gerne nach Hause, ohne jetzt hier Hinz und Kunz hinter mir herzulocken, hoffe ich zumindest. Das sieht mir aber hier noch nach Nestern aus. Wenn ich denn da mal rankäme. Federn. Ein Ei. Stein. Haus. In diese Richtung irgendwo. Und ihr merkt schon, es ist jetzt 21.40 Uhr und es wird verdammt dunkel. Also das ist, ich finde, das ist schon sehr, sehr, sehr diesig. Vielleicht ist das auch immer noch nicht die perfekte Gamma-Einstellung. Ich weiß es nicht genau. Nee, die Dings wollte ich nicht einblenden, sondern hier... Ach, da war ich schon dran. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rein in die Bude. Und hier würde ich gerne jetzt noch mal eben schnell so weit zumachen, wenn möglich, damit hier echt keiner reingucken kann und irgendwie uns hier heute Nacht... Achso, da unten ist tatsächlich noch was drin. Man sieht es nur nicht. Achso. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Doch, ist auch noch. So, soll jetzt hier nicht der große, riesige Schutzwall werden, sondern einfach nur, dass da kein Licht leuchtet. So, und das bedeutet, es ist Nacht. Oh, hier ist ja auch eine Schmiede, stimmt ja. Ah, wie ihr seht, es gibt noch den Amboss, Schmelztiegel und das Tool and Die Set. Hier kann man jetzt Rahmen herstellen, Alteisenrahmen. Aber auch so coole T-förmige Blöcke. Oder auch so Spitzen. Oder hier so ein kleines... Ah, also hier kann man jetzt Tetris spielen. Oh, so Pyramiden kann man damit bauen. So geil. Da wird Run sich aber freuen.
Der hat ja immer Bock und Spaß an sowas. Ich bin ja, glaube ich, leider immer ein bisschen zu unkreativ für so einen Krams. Metallträger. Aha. Okay, lehmige Erde. Aus Clay. Wofür brauche ich denn lehmige Erde? Pfeilspitzen aus Stahl. Die sehen auch gleiche Spitze aus, muss ich sagen. Schmiedezaun, den kennen wir ja. Stahlgerüst kennen wir auch. Säule. Ziegelstein, Ecken. Ja, das ist doch soweit. Ganz nett und ganz cool. Ah, es ist echt saudunkel, trotz Fackel. Also vorher hat die eine Fackel den kompletten Raum erleuchtet und jetzt irgendwie so gar nicht. Also selbst wenn man sie an die Wand setzt, seht ihr ja, wie wenig dabei rumkommt. So, die reparieren wir jetzt nochmal kurz und dann würde ich hier gerne die Schotten dicht machen. Damit hier tatsächlich echt keiner Licht sieht und auf die Idee kommt, hierher zu kommen. Würdest du bitte mal rumreparieren? Das wäre sehr nett von ihr. Oh, es dauert so lange. Ich sehe jetzt noch was? Ich sehe es nicht. Die Fackel landet wieder in meinem Inventar an derselben Stelle wie vorher. Ich glaube. Ach, da unten. Aubacke. Hier, sie sitzt direkt daneben. Man sieht es nicht wegen der Schatten. Es ist so krass. Das heißt, man muss sie dann quasi selber permanent in der Hand halten. Also wenn man dann ein Nachtsichtgerät hat, das ist dann, glaube ich, der beste Freund. Ich hoffe, ich habe den richtigen Block. Ja, sehr schön. So, wie sieht das hier unten aus? Habe ich da alles zu? Ja, hier ist alles zu. Na, früher konnte man hier eine Fackel hinhängen und hatte dann, ich will nicht sagen, die ganze Bude erleuchtet, aber so gut wie. Und jetzt ist ja wirklich echt ein bisschen sehr mau, muss ich sagen. Hängen wir die mal dahin, vielleicht hier irgendwo. Hallo, ich würde gerne die Fackel an die Wand dübeln. Dankeschön. Stoff. Wir können also so ein bisschen was hier wieder zusammen drücken. Die schmeißen wir mal lieber nicht weg. Eier haben wir da drüben noch. Ja, was können wir denn sonst noch so bauen? Hier, Gebietsschutzblock, der kostet jetzt nur noch 13 Steine. Und dann hat man einen neuen Gebietsschutzblock. Puff, so einfach geht das. Zack. Woodstairs mit Railing. Auch hier wieder diese lustigen Blöcke mit fieser Spitze, halber Spitze, flacher Spitze. Kerze freistehend. Schmiede. Werkbank, das sind so die alten Bekannten, die kennen wir ja. So, noch irgendwas, was hier neu oder anders ist? Nö, Donnerbüchse, die kannte ich so auch noch nicht. Stacheldraht, der sieht jetzt ein bisschen anders aus, glaube ich. Hier, Woodspikes. So sehen jetzt die Woodspikes aus und es gibt Iron Spikes. Es ist noch die Frage, wie viel besser sind sie? Also das konnte ich jetzt so noch nicht rausfinden. Was haben wir denn hier? Aloe Vera Samen kennen wir. Ja, Kaffeesamen, Hopfen, Heidelbeeren. Pilze sind noch nicht übersetzt. Supercorn. Ear of Supercorn. Aha. Okay.
wieder was Neues. Werkbank. Klamottentechnisch sieht das alles noch gleich aus. Was haben wir hier unter Möbeln? Metallschild. Ach, es gibt auch noch Zahlen. Okay. Beistelltischchen. Zahlen und Buchstaben. Topfpflanze. Briefkästen. Unsere bekannten Holzschilder. Noch eine Kerze. Sand. Schnee. Jo. Was ist denn mit Kettensäge? Saw. Es gibt jetzt nämlich eine Table Saw, also eine Tischsäge. Was ist das denn? Also abgesägter Shotgun-Lauf scheinbar. Eine Tischkreissäge, die braucht man tatsächlich, um Möbelstücke oder auch etwas komplexere Holzrahmen zu bauen. Das macht man jetzt alles in der Table Saw. Das heißt, wir haben jetzt eine Schmiede, eine Werkbank, eine Chemiestation und eben die Tischkreissäge. Für die Kettensäge braucht man nur noch Bicycle Handlebars, einen kleinen Motor, geschmiedeten Stahl und Mechanical Parts. Und dann hat man eine Kreissäge. Also scheinbar nicht mehr so wie vorher, dass man die einzelnen Teile hat, die man dann zusammen sich... was ist denn Mini... Taschenmotorrad. Na gut, das ist ähnlich. Taschenmotorrad, Lenker, Wheels, Fahrwerk, Batterie. Was ist denn Bike? Ach nee, es wird wahrscheinlich... Bicycle. Ein Bicycle Chassis, ein bisschen Leder 2, Klebeband 2, Mechanical Parts 2 und 5. Die Handlebars, auch wieder ein bisschen Kleber, Mechanical Parts und das komplette Fahrrad dann die beiden Mechanical Parts und Wheels. Ja, das ist ja gar nicht mal so. Motorcycle. Oh Gott, das ist natürlich etwas umfangreicher und dafür natürlich dann da kleiner Motor und ist die Frage, dann müsste es ja jetzt vielleicht auch einen großen Motor geben, ne? Car. Truck. Tatsächlich. Ach, den haben sie übersetzt in Geländewagen? This structural brace increases damage and increases durability for hammers. Aha. Gut, Allrad-Geländewagen, braucht Reifen, schon mal klar, 4 Stück, okay. Aber auch kleiner Motor. Dann 4x4 Truck Accessories und 4x4 Truck Chassis und Batterie für Autos. Das kostet 300 geschmiedeten Stahl, 50 Mechanical Parts, 25 Klebeband, 50 Leder, 20 Electrical Parts, das Chassis... 40 Electrical, 8 Scheinwerfer, 60 kurze Eisenrohre. Gut, gut, gut. Ja, und last but not least, der Quadro. Na gut, dann vielleicht Copter. Ach, Gyrocopter. Nicht Quadrocopter, Gyrocopter. Oh, hier kann man noch Scopes bauen. Dafür brauchen wir auch wieder diese Schematik. Zerbrochenes Glas, Kleber, Stahl. Weil man ja jetzt seine Waffen upgraden kann. Also das Menü, was man vorher hatte, um Waffen zu reparieren. Ich habe jetzt leider keine. Ich glaube, hier beim Bogen gibt es nicht wirklich viel, was man da... Ja, man kann ihn reparieren, zerlegen und fallen lassen. Aber da, wo man jetzt vorher hatte, um die einzelnen Teile, den Rahmen, den Zylinder, den Schaft und so weiter und so fort rein- und rauszubauen, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt kann man... Add-ons draufpacken, wie in diesem Falle so ein Scope, damit man weiter sehen kann. Ja, finde ich ganz coole Sache. So, Gyroscopter. Der braucht nur 3 Reifen. Ebenfalls einen kleinen Motorbatterie fürs Auto, das Chassis und Accessoires. Stahltechnisch ein bisschen günstiger als das Auto. Das lag nämlich bei 300, während das hier nur bei 150 liegt. Fliegt sich aber wohl ganz, ganz grauselig. Naja, immer die falsche Taste. Was habe ich denn jetzt gedrückt?
Ich wollte doch das hier. So. Gut, dann haben wir da jetzt ein bisschen reingeguckt. In der nächsten Folge widmen wir uns dann einfach mal den Skillpunkten. Und ja, ich freue mich. Alpha 17, weiter geht's. Erster Tag ist vorbei. Wir leben noch. Hätte ich nicht gedacht. Und ich kann jetzt hier die Sachen vielleicht hier mal so ein bisschen rüber tun, weil hier seht ihr links das Männchen. Das bedeutet, wir tragen schwerer als sonst. Nicht gut. Da können wir zum Beispiel jetzt hier Rezepte. Was ist denn, wenn ich die Stein, wenn ich die jetzt verbrauche? Dann ist das Männchen weg, trotz dass hier unten die lehmige Erde liegt. Wahrscheinlich ist das vollkommen wurscht, ob das da unten drin liegt oder oben drin liegt. Hauptsache, es ist nicht alles voll. Das kann gut möglich sein. Weil ich dachte, sobald hier irgendwas drin liegt, gilt das. Aber das bezieht sich dann wohl intelligenterweise auf die Gesamtplätze im Inventar. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.